Sports gegen Team Envy, Yuri Abel, J. Art, Vini und Cusarato gegen JDM64, Nifty Kerrigan, Drone und Cutler. Ja, und das hier ein ganz, ganz besonderes Match, denn es geht um den Major-Einzug. Und auch einen ganz, ganz besonderen Gruß geht raus an die werte Dame Franzi mit C. Meine Lieben, schreibt mal alle ein Herz in den Chat für Franzi mit C. Eine besondere Dame für besondere Menschen. So, ihr Lieben, auf geht es in diese Runde, in diese Partie. Und wer wird hier die Nase vorne haben? Das ist die große Frage und da kommen die Herzen nach. Ach, ist das schön. Ihr seid die Besten. So, also Furia auf der CT-Seite. So, da wird das S-Duell gesucht an der Newbox, wird reingebaitet und einen kriegt er noch aus. Vini, der wird zwar erst nicht gecheckt, man springt dann nochmal nach vorne, wird aber früh genug hier auf den Schirm bekommen. Nochmal die Smoke, die das Backup gibt. Jetzt liegt hier eine Wand und stehen zum zweit schon bereit. So, und jetzt heißt es natürlich für Envy neue Lücke finden und das soll Richtung B passieren. Aber so, da wird immer auch Cutler. Die Leute haben es falsch verstanden. Franzi mit C und schreiben Kranzi. Also wird Franzi geschrieben, statt dem Z ein C. Aber das habt ihr schon verstanden. Ihr frechen Menschen. So, Envy mit der Überzahl gegen Furia. 3 gegen 4 Situation. Und Cutler von der Seite. Schönes Hedgehütchen. Drückt er da nochmal auf die Figur. Ja, und Vinny und Yuri, die müssen jetzt erstmal hier eine sehr große Aufgabe versehen. Boah, was ein Brett von Vinny, wieder mal. So, und das kann man hier gewinnen. Und er steht sogar auf der Bombe. Oh, er steht Gott. Auf der Bombe. Er ist so frech. Er steht auf der Bombe. Er steht auf der Bombe, Mann. Das kann doch nicht sein. Und Team Envy, die holen sich diese Runde hier. Oh mein Gott, war das dreisten knapp. Yes. Also, sie kriegen gerade nochmal so das Ding hier am Ende rum. Das gibt natürlich Envy jetzt die Möglichkeit, endlich mal in dieser Partie ein wenig mitzuspielen. Ne? Das erste Mal gefühlt in der ganzen Stunde. Weil jetzt haben sie endlich mal Waffen, sie haben Cash, das sind lange Distanzen und da können sie jetzt endlich mal ihr Aiming sprechen lassen. Und ich hoffe, sie haben es irgendwo ausgebuddelt aus irgendeinem Kram. Für Furia geht's Richtung B. So, und Grüße gehen jetzt auch nochmal speziell raus, und zwar an Zelda-LP. Er schreibt, inzwischen erlauben meine Eltern mir CSGO. Er hat gestern noch die Situation gehabt, dass er kein CSGO spielen durfte. Wie hast du es denn jetzt hingekriegt, mein Lieber? Es gibt bestimmt einige da draußen, die ähnlich in deinem Alter sind und dieselben Schwierigkeiten haben, aber sich vielleicht nicht trauen, sich hier so zu outen und zu öffnen. Also vielleicht kannst du deine Erfahrung mit uns teilen. So, 1:0 steht es jedenfalls. Envy muss jetzt hier nochmal ran und Vini steht hier bereit mit dem Taser. Und Taser ist die Sache. Oh nein. Schafft es nicht, da irgendwie einen Track zu erzielen. Ja, stark. Einfach stark. Da sehen wir doch endlich mal ein bisschen Potenzial, was bei Envy so im Innerlichen schlummert. Und damit ist nur noch Art. Also Nothing Nummer 2. Ein Nothing haben wir ja schon auf dem Major. Der Bruder darf vielleicht auch noch mitspielen. Das wäre es. Das wie die gegeneinander, das wäre noch geiler. Ja, irgendwann oh mein Gott. Zusammen in einem Team. So, der wartet nochmal an der Tür. So, geht, da geht's schon zurück. Jetzt kommt Art raus. Jetzt ist er natürlich bekannt. Guck mal, wie frech er einfach die Bombe ran will. YOLO, er will noch ein paar Leute in die Luft sprengen. Ohne einen selber zu killen. Schafft aber er es noch? Er nicht, ne. Schade. Oh, das leider gewesen. Nicht. Cutler war der Einzige, der da irgendwie Gefahr war, aber der hatte noch zu viel HP. Sonst hätten wir das geschafft. Und damit ist es hier die nächste Runde für die Jungs von Envy. Ja. Auch ungewohnt. Envy, einfach mal mit amerikanisch-dänischem Lineup. Ja, krass. Really, really strange. Normalerweise laufen nur noch Franzosen rum. Only Français. So, weiter geht's. Schön über die Türe. So, da wird man abgefangen, aber da hat man nicht den zweiten Spieler. Das dauert ein bisschen, bis man das Aiming kontrollieren kann. Trotzdem kann Vini hier nochmal abhauen, Vini mit dem zweiten hinterher. Und guck dir an, wie viel Schaden das Yellow schon hat. Guck mal, das Abel da, fast sogar noch drauf gewesen. Trotzdem, er kann ihn noch machen. Aber das war verdammt knapp. 5 AP und Nifty halt hier komplett gegen die Wand gespielt mit seinen letzten paar AP-Line
Oh, das war krass geretaked von Furia. Unrespekt, Mann. Weißt du, was das war? Was? Auch Full House. Geil. Ja, nee, also Vinny wieder mal mit der typischen Stärke an der Aug. Der zeigt wirklich jedes Mal wieder, wie krass das ist. Mhm. So, und Zelda gibt uns nicht die Information. Das finde ich sehr schlecht. Schade, vielleicht gibt er uns noch irgendwann was dazu. Warte, schnell das raustappen und ertappen, auf den Desktop gucken, deine Eltern glauben an das Bildchen. Da werden alle Taktiken verraten. Ja. Meine Eltern hatten nie Probleme mit Counter-Strike. Meine Eltern auch nicht. Die wussten, dass ich eigentlich relativ früh mit sowas umgehen kann und dass ich auch wusste, dass es Spiele sind. Und bei mir war Counter-Strike eh früh Wettbewerb und wenig oder halt gar nicht irgendwas mit Gewalt oder sonstiges. So, und Vinny wieder mal mit dem Move und dann schaust dir an, der Typ ist so stark. Da ist die Armor Penetration, die du auch ansprichst, wie schnell diese Spieler halt kippen. So, und Art steht schon wieder bereit, der möchte auch nochmal ran. Gebt ihm Futter, er kriegt Futter. Und diese Waffe ist einfach zu stark. Das Einzige, was darunter leidet, sind die Headshot-Quoten. Da wird nämlich einfach nur draufgehalten. Jetzt gibt es einfach nur noch das Spritzgewitter, das berühmte. So, und da kommt man schon über die Tür. Ja, gewonnen. Runde gewonnen. Cusarato macht jetzt den One-Click von der Seite. Okay, One-Click. Fast. Und JDM hat zwar die Bombe. Na, könnte es theoretisch mit ultra viel Zorn schaffen, aber ganz ehrlich, nee. Den Zorn habe ich hier noch nicht verspürt bei Team Envy bisher. Nope. Huch. So, das könnte bedeuten, dass Kerrigan sich über den Dingens, ne, über Platz 3 Playoffs Hochspielbus, Entschuldigung, für den Gerner. Aber wir sind auch alles nur Menschen und manchmal kommt's heraus. Ja, das Wetter ist nicht so gut, ne? Ja, genau, heute. Es liegt am Wetter. Ja, gib mal Licht zum Wetter. Draußen ist aber echt matschig. Ich laufe ja immer mit meinem Birkenstock rum und ich hatte eben sehr schöne nasse Socken. Ach, Schande, ne? Ja, draußen lag ja Matsch und Schneepampe. Das sind die Nachteile des Winters. Sonst hat, finde ich, ein frisch beschneites Areal wirklich eine Schönheit in sich. Das ist korrekt. Als ich gestern heimgegangen bin, war alles wunderschön weiß gepulert. Da gab es auch Schnee in Spandau. Jo, gibt's wirklich. Schnee in Spandau. Wir wohnen ja auch direkt an einem See. Und da lag eigentlich gut Schnee. Namika war stinksauer. Ich habe dir eben noch das Foto geschickt. Die hatte so keinen Bock, ey. Die hing da so und dann hat sie die ganze Zeit gepiepst und hat gesagt, nee. Und dann wollte die einfach nicht pinkeln. Kein Bock, ne? Nee, die wollte echt nicht. Nee? Hat sie dann gemacht irgendwann, oder? Nee, nur groß. Ja, groß ist schon mal ein Anfang. Ein Anfang, aber trotzdem. die hat es sabotiert. Die hat wirklich gesagt, nee. Und dann hat die sich immer so festgehalten und wollte nicht, aber der 2,5 Kilo Chihuahua, ich bitte dich. Was sie sich denkt, als wenn die gegen mich gewinnen könnte, ey. Dann habe ich die erstmal so wie so ein Lasso. Nein, Quatsch. Weiter geht's. 2-2. Der einzige Spieler mit einer Waffe ist JDM auf der Seite der Terrors. Man hat zwar noch ein paar Flashes und Smokes als Unterstützung geholt, um letztendlich den B besser zu executen. Aber der Entry, der wäre schon wichtig. Wenn man den Entry hat und die Waffe picken könnte, das wäre natürlich Gold wert. Der Jupp vom Jollstrand. Oh, schöne Flashbang, aber er kommt nicht rum. Und das ist klug. Guck dir das mal an. Diese Flashbang hat eigentlich maskiert, dass irgendjemand aus dem Schachtgang kommt. Die Flashbang kommt, keiner zieht rum. Und jetzt rechnen die einfach nicht mit dem. Ja, das ist so stark gespielt. Schaut es euch an. Und Yuri kann jetzt einfach abwischen. Der kann jetzt einfach hier klick, klack, boom, zick, zack, matsch, platsch, matsch. Oh, Abel mit dem guten Backup. Also da kommt man nicht mal mehr wohl an die Waffe ran. Man versucht es irgendwie nochmal. Geht nach vorne. Ist nur noch Cutler. Saustark gespielt von Furia. Ey, das macht richtig Bock, den zuzuschauen. Ja, vor allen Dingen diese maskierende Flashbang, die einfach wirklich so viele Informationen erzielt, die die Gegner nicht haben wollen. Frech, ne? Ja. Also wirklich sehr, sehr gut gespielt. Also das ist halt... Da kommt ein bisschen vielleicht die Fallen-Schule raus oder so. Ich weiß auch nicht. Weiß nicht, wie weit sie da mit Fallen zu tun haben, aber jedes irgendwie professionelle Team oder was sich in Brasilien beweist, hat ja irgendwas mit Fallen zu tun. So. Flashbang über die Mitte rüber, Art ist ultra weiß, der kommt weg, das gibt's doch gar nicht. Na, damit steht er jetzt im Band, mal gucken. Der kommt nochmal, Siffisch, der kommt von der Seite, der ist schmierig. Nein, traut sich nicht.
Dafür gibt es jetzt ein bisschen schnelleres Tempo für den Argo. Oh Gott. Ja, das hat nochmal funktioniert. Also. Enttäuschung. Boah, Cusarato, wie gut er. Nein. Oh, ich dachte, er geht nochmal hinterher, aber er hat einfach nochmal auf Nummer safe gespielt. So, jetzt müssen wir in Retake gehen. Klar, auf Nummer sicher kann da auch ganz hilfreich sein. Die haben noch Molotovs dabei, noch Smoke für die Main. Also da ist noch alles vorhanden. Gute Flashbang, die jetzt erstmal natürlich auch den Gegner vielleicht dazu befähigt, vielleicht auch ein bisschen was gegenzuschmeißen. Wunderbarer Molotov. Ach, oh, ist das schön gespielt. Nicht, von Nifty. Da, an seiner Stelle wäre ich jetzt echt mad. Er hat eigentlich gut geaimt, aber es klappt nicht. Die Molotov hat jetzt nochmal schön separiert. Wenig Zeit nur noch bei Furia. Jetzt muss einer diffusen. Oh Gott. Weiß nicht. Und damit hat Envy sich hier die Runde geholt. Starkes Ding. Und da hat man zu lange da gebraucht, um letztendlich die Bombe anzugehen. Aber die Molotov hat halt auch genau da den Zweck erfüllt. Also, wir haben eine taktische Pause. Die kommt jetzt vom Furia eSports. So, und damit die erste Biathlon-Scheibe weggeschossen. So, Jungs, es gibt kein Abendessen. Musst du gewinnen oder heim? Heim müssen sie aber noch nicht, weil es gibt ja noch das Miner-Playoff, was morgen dann stattfindet ab 12. Ich glaube, es war ab 12, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Verdränge gerade diese Zeit. Weil das wird morgen wieder ein voller Counter-Strike-Tag. So. So, was muss man auch ganz klar sagen, die Runde geht auf Vinny. Der hätte da mehr machen müssen, weil ein Track reicht nicht aus. Naja, aber jetzt muss man gucken. Ist ihr eigener Map-Pick und man sollte jetzt nicht allzu viele Runden auf der Terror-Seite für Envy ermöglichen, sondern hier auch direkt wieder den Schlussstrich ziehen. Ich muss auch sagen, diese Runde hier eine Key-Round. Denn das Team, was diese Runde hier gewinnt, schickt das andere in die Eco. Und schau mal, wie weit die schon gepusht sind. Oder nee, Quatsch, der steht am Trash in der Mitte, ne? Oder ist der Main offen? Ah, der steht am Trash vorne. Das heißt, er kann auch sehr schnell in die Rotation kommen. Sie stehen aber zu dritt bereit. Der Spot wird überfahren, also die Lücke wird aufgerissen. Juri lebt dabei immer noch hinten in der Dusche. Wie weit kann er da noch was rausholen? Super reingesprungen. Trotzdem 3 gegen 3 Situation. Und dann ist der Spieler in der Mitte da. Ja, zweiter Spieler hat auch noch gesehen. Art mit der AWP hat immer noch Blick auf die Bombe. Jetzt darf er sich eigentlich nicht mehr zeigen, denn Nifty, der ist bereit dazu, hier deine Punkte abzuaimen. Und jetzt eine 3 gegen 2 Situation. Das ist machbar für die Jungs von Envy. Vor allen Dingen, wenn man so einen geraden Track bekommt. Aber Nifty, 5 HP nur noch bei ihm. Die HE hat voll gebankt. So, und das wird schwierig. Jetzt versuchen sie wahrscheinlich unten einfach gemeinsam rauszukommen. Was haben sie noch? Granaten? Gar nichts mehr. Das gleiche geht für Kerrigan und Nifty. Das heißt, annehmen und treffen. Das ist jetzt die Devise. Annehmen und treffen. Erster Feld. Hat er die Waffe gesehen? Er versucht Kerrigan rauszunehmen und Kerrigan passt auf. Und Kerrigan holt die Runde 3 zu 4. So, und damit wird Furia in die Eco geschickt. Und das bedeutet, dass hier das Team von Envy wieder gute Anteile bekommt an dieser Map. Und das wiederum könnte bedeuten, dass wir eine schöne dritte Map sehen, ne? 4 zu 3. 8. Runde ist es jetzt erst, also noch ist nichts entschieden. Wir werden es in wenigen Minuten beantwortet bekommen. So, was möchtet ihr denn da draußen? Wollt ihr, dass die Jungs von Envy gewinnen oder von Furia? Dann schreibt Fur in den Chat oder NVY. Oder schreibt einfach Venom ist gut. Das könnt ihr auch schreiben. Oh, das könnte Damage geben. Das könnte Damage geben. Aber sie machen es gut. Schön predicted. Sauber gesprayt. 5 zu 3. Das ging schnell. Also, 3 zu 5. Kurz und schmerzlos wird die Runde da beendet. Also Furia einmal kurz den sauren Apfel gebissen, dann Mund abputzen und dann geht's weiter mit Waffen. Trotzdem, sie müssen sich so ein bisschen aus dem Geldstuhl rauskämpfen. Auf Cash ist das manchmal keine leichte Sache. Du kannst halt auf der T-Seite das Spiel sehr stark bestimmen, wenn du halt deine Granaten und dein Equipment hast. Und das kann manchmal, wenn du den Gegner schnell in den Manu-Set immer schickst auf der CT-Seite, kommst du auf der CT-Seite manchmal sehr, sehr schwierig rein. Und dadurch kann die Map fallen
oder man gewinnt sie. So, was macht Vini da? Der wartet wieder mit der Auge in der Ecke. Tür geht auf, es gibt ein Execute. Zack, und steht Vini bereit. Oh, der kriegt sogar einen zweiten, ey. Oh. Ah, das sieht gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Vini lebt halt immer noch als Ankerspieler. Ja, Venom. Das ist gut. Kerrigan auch rausgenommen. Flawless Round für die Jungs von Furia. Und das ist natürlich entscheidend. So baut man selber wieder Geld auf und kann aber bei den Gegnern ordentlich Geld rausholen. Little Rogue schreibt, Venom ist gut, Jitko ist aber besser. Ich finde dich sehr gut. Da hast du richtig deine Ultras am Start. Oh, danke. Auf geht's, Ultras. Was euer Handwerk? So. Nein, ich liebe es, mit Venom zu casten. Es ist einfach, einfach, ohne abgehoben zu klingen, es ist einfach immer ein Traum. Es ist eine so gute, ist so eine gute Kombination. Eine geile Synergy. Ja. Man kriegt immer noch irgendwie den Bogen hin, dass man sich sehr gut auf das Spiel konzentrieren kann. Immer ein sehr gutes Tausch. Aber trotzdem ein nettes Gespräch hat, ne? Ja, genau. Kerrigan Ingame Leader, JDM AWP, Nifty Second AWP, Cutler, kranker Fragger. Gut aufgeteilt. Fehlt nur Drone. Was hat der für eine Rolle? Der Neue. Kann man fast schon so sagen, Drone ist noch der Spieler mit der wenigsten Erfahrung eigentlich in dem Lineup. Der Rest hat ja alles schon auf Majors gespielt und auf größeren Turnieren. Vielleicht auch mal ein Major gewonnen. Wie zum Beispiel. Ein Kerrigan. Zum Beispiel. So, schöner so, Push. Wieder mal. Ach, immer wieder die Aug, die so stark ist. So, Elias fragt Shadow Daggers Fate oder Shadow Daggers Doppler. Fate, meines Erachtens. Aber der Chat kann ja mal antworten. So, schauen wir mal, wie die Jungs von Envy hier irgendwie gegenhalten können. Nifty nur mit einer Deagle unterwegs. JDM auf AWP. Und eine UMP ist auch noch bei Kerrigan vorhanden. Und das finde ich ist jetzt eine sehr gute Adaptierung. Nutzen da erstmal auch die Höhenvorteile für sich. Ein sehr krasser Überraschungseffekt. Oho. Achso, nee, war er nicht sein Shot. War schade. Okay. Ich dachte auch, er hätte getroffen. Sah wirklich schön aus. Oh, und dann holt man hier wirklich nochmal wichtige Breaks. Da kommt der nächste. 7 Sekunden auf der Uhr. Man zieht rum. Nifty! Oh. Nifty! Alter! Das darf doch nicht passieren! Alter, was war das denn gerade für ein Respekt von Nifty da verteilt mit der Deagle? Und da muss man direkt erstmal Luft holen. Erstmal die taktische Pause reinkrollen. Oh, das war echt hart, Mann. Das war echt hart mit der Deagle umgedrückt. Das waren 3K von ihm insgesamt. War halt sauschlecht gespielt von Furia. No offense, aber das war eine 2 gegen 5 Situation, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nee, 2 gegen 4. Mhm. Aber trotzdem, das tat weh. Der das tat wirklich weh. Ja, das ist ein Neckbreaker. Sowas kann halt wirklich dann ins Spiel rumreißen. Überlegt ihr mal, es würde jetzt 5 zu 5 stehen. Hm. Und die Jungs von Envy hätten kein Geld. Schaust du dir, da holt man hier die ersten Fracks. Und dann 2 gegen 4 gibt man so ab. Wirklich super schwach gespielt. Außer das natürlich ein Traum. Jetzt, boah, der zweite, ey. Da kannst du aber wirklich wenig gegen tun. So, und Vini, wieder mal 142er ADR. Nach 10 gespielten Runden, das ist viel. Mhm. Sozusagen 1,5 Kills pro Matchrunde. So, mal gucken, jetzt wird hier hochgeboostet mit der Deagle. Oh, ich glaube, hat man das gehört? Ich glaube nicht. Sie aimt es zwar noch an. Doch, sie aimt es an. Ich glaube, es wurde gehört, weil da hat man einen Step gemacht. Jetzt geht es auch rum. Einfacher Kill für JDM. Auch in der Mitte geht es nach vorne. Also die Ablenkung klappt hier nicht so wirklich. Envy weiß ganz genau, wie der Hase hier läuft. Und damit hat man den Vorteil. Man weiß auch, dass der Gegner kein Geld hat. Und dann wird man irgendwo gemeinsam einfach hingehen und die Runde zu Ende spielen. Und entscheidet sich wohl Richtung B mit ein bisschen Mittelkontrolle. So, da geht Vini ausschließen. Für Envy wäre es natürlich jetzt schmackhaft, alle Waffen durchzubringen, meine Flawless hinzulegen. Nee, das wird schon mal nix, weil immer wenn der Caster sagt, eine Flawless wäre schön, fällt einer, nix Neues. Boah, er hat doch gerade einen Knife da gehört. Was war das denn? JDM gerade einen Team-Knife bekommen. Schön die Ecke gecheckt. Tja, und damit geht's nach vorne.
sind nur zwei Spieler, einer in der Mitte, einer Richtung CT. Und damit ist der Spot hier so gut wie eingenommen. Und Envy holt sich eine Runde Nummer 7. Ja, und das sieht auch hier wirklich schon mal ganz gut aus. Für das französische, für die französische Organisation. Envy ist doch offiziell französisch, oder? Nee, amerikanisch. Echt? Ja. Was? Das wusste ich nicht. Die haben ja ein Call of Duty Team. Das wusste ich nicht. Und aus Call of Duty sind die, glaube ich, groß geworden und haben dann in CSGO investiert. Kerrigan zu Mousebots, wie wäre das eigentlich? Und Chris J spielt wieder AWP. Warum nicht? Warum nicht? Überlege ich gerade. So. Problem ist nur, ich weiß nicht, ob Chris J die Ansagerrolle abgeben möchte. Ich glaube, der ist da so gut reingewachsen, der will das, glaube ich, gar nicht. Ja, wenn du einmal angefangen hast anzusagen, dann gibt es meistens direkt wieder Konflikte, wenn ein zweiter Ansager kommt. Ja, ich bin gespannt, wo es für Mousebots hingeht. Es wird auf jeden Fall Wechsel geben. Ja, irgendwas wird passieren, weil du kannst, also die Schmach beim Major nicht teilzunehmen, das, ja. Das ist nix. Gut, da die Quali ist nicht leicht, aber wenn du natürlich da oben mitspielen möchtest, musst du so eine Quali halt durchsetzen und nicht direkt im zweiten Spiel rausfliegen, war das, ne? Ja. Die sind, glaube ich, echt direkt im zweiten Spiel rausgeflogen. Ja, im Lower Bracket halt, ne? Sie haben noch einmal gespielt, also beim ersten Mal haben sie verloren und beim zweiten Mal und im Lower Bracket haben sie das BO3 gewonnen. Und dann sind sie rausgeflogen und das zweimal gegen Valiance. Und ah ja, stimmt. Das darf eigentlich, das darf nicht passieren. Klar, Valiance ist ein bockstarkes Team, ja. Auch vom Aiming her super viel Potenzial, aber wenn du zweimal gegen den gleichen Gegner verlierst, nee, dann hast du es auch nicht verdient, weiterzukommen. Und Aiming-Potenzial haben wir gerade auch bei Art gesehen. Das hätte der die netter machen müssen. Der war nicht allzu schwer, der Frag. Oh, jetzt ist die Molotov da hinter die Dusche. Und er smoked sich ab. Damit hat er eigentlich nur einen Nachteil erzielt. Aber zumindest die Info für Team Envy klar. Da steht einer in diesem Bereich. Cutler hat noch Molotov. Das heißt, den kann er gleich noch reinschmeißen, sobald die Smoke fadet. Aber die Zeit ist mit ihm. Und das heißt, einer ist schon mal rübergezogen. So, jetzt kommt der Molotov rein. Da hat Abel keine Chance mehr. Muss rausziehen. Das machen sie sehr klug. Wussten, dass noch eine Molotov übrig ist. Wir haben das genau abgeaimt. Und deswegen standen sie dann auch schon vor den Toren von Moria. Mordor, Entschuldigung. Juri ist auch noch da. Oh, nein. Schafft es. 2 gegen 1 Situation. Das könnte hier nochmal klappen für die Jungs von Furia. Die wartet so lange ab. Und das ist es. 5. Runde für Furia. Aber Team Envy nur noch eine Runde davon entfernt, die Halbzeit in eine Führung umzuwandeln. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie stark Furia auf der Terrorseite agieren kann. Ob Envy hier mit ihren 7 Runden schon gut positioniert ist oder ob es vielleicht nicht ausreichen wird. Das werden wir erfahren. Wäre nix. Ist gut. Ach so. Ich wollte nur gegen das Headset hauen, aber. Mit deinem Handy. Deinem Smartphone. Ich dachte, du wolltest was von mir, weil du niesen musst oder so. So, also. Es geht weiter. Es geht um die Wurst. Und mal gucken, was für Envy hier noch drin ist. Also, eine Runde wäre natürlich noch super. Dann hätten sie den Halbzeitstand schon mal für sich entschieden. So, und dann geht's über die Mitte. So. So, und immer wieder dieser Move, ne? Vinny hat ihn eben gespielt, Art darf jetzt auch mal dran. Und das ist mir sowieso schon aufgefallen, Furia spielt Cash sehr gerne in der Main aggressiv. So, ich hätte aber nicht gedacht, dass Envy es schafft, hier so viele Anteile zu bekommen und so gegenzuhalten. Mein Call wäre wirklich gewesen, dass es noch eine krassere Überfahrt gibt, als wir es auf Overpass schon erlebt haben. Aber da sieht man mal, wie man sich täuschen kann. Ja, immer ein Hin und Her. Ja, aber das machen sie auch bewusst, damit Jitgo halt heute auch noch ordentlich Counter-Strike bekommt. Ja, ich freue mich immer auf Counter-Strike. Morgen auch. Morgen wird, glaube ich, knallhart. Ja, morgen wird schon bretthart, das stimmt. Ja. Aber wie ich die ESL kenne, ziehen die richtig durch. Ja, wie unter Koks wieder. Einfach durchschnüffeln. Ja. Und Abfahrt.
So, und jetzt geht's los hier. Da ist Art. Und Art, der struggelt heute echt. Der gefällt mir gar nicht. Wirklich. Mhm. Heute gefällt er mir gar nicht. Überhaupt. Oh. Nein, diese Runde geht auf Art. Das ist seine Art zu sabotieren. So, da wird noch jagen gegangen. So, und dann war's das hier. Dann ist nur Juri. 4 gegen 1 Situation. Das ist echt richtig schlecht gespielt gewesen von Art. Damit läuft die Halbzeit langsam aus dem Ruder. Könnte, wenn es böse läuft, sogar ein 10 zu 5 werden. Ja, Schweigesekunde. Soll ich eine Kerze anmachen noch? Für Furia. So, der Coach super entspannt im Hintergrund. Ja, und damit haben wir die nächste Runde für die Jungs von Envy. Damit legt man hier weiter zu. Die Halbzeit hat man auf jeden Fall schon mal gewonnen mit 8 Runden. Und das Geld bleibt weiterhin bei Furia einfach nur knapp. So, die gehen jetzt nochmal in Force bei, weil das wird sich nicht lohnen, 2 Runden in Folge oder nochmal eine Runde zu sparen, weil es sind nur noch 2 Runden zu spielen. Und damit geht man halt wirklich darauf, mit dem in die Runde zu gehen, was man sich leisten kann. Das macht man in der nächsten Runde auch. Art wird rausgenommen. Eieiei. Damit ist das auf jeden Fall schon mal gegessen in der Mitte. Die erste Scout ist down. Damit hat man noch eine AUG und eine UMP. Und es geht über den Highway. So, auf geht's nach vorne. Am Highway steht man bereit. Die Smoke verhindert hier nochmal weiteres Vorkommen. Vielleicht kann nochmal die P250 mit der AK jetzt hier nochmal überzeugen. Die Waffe könnte super interessant sein. Oh, wie der da reingeflecht wird. Nee, da lässt sich JDM nicht vernaschen. Nee, da war auch das Timing nicht so gut, weil die Spieler nicht vorhanden waren. Die haben sich einfach nicht mehr gezeigt. Und es geht Richtung B und da warten 2 Spieler. Aber gerade hat Furia echt Schwierigkeiten, gegen Envy auf anzustehen. Also Cash funktioniert hier beim Team von Envy wirklich bedeutend besser. Juri mit dem ersten. Juri schafft es, keinen zweiten zu connecten. Und ob sie mit dem zweiten Spieler auf dem Spot rechnen, ich wage es zu bezweifeln. Und er kommt hier rum. Abel J mit dem Überraschungseffekt. Und dann ist es JDM im 1-on-2. Der kann sowas, der kann sowas. 25 Sekunden auf der Uhr. Jetzt muss nur noch der Spieler auf dem Spot richtig cool bleiben. Nicht übertreiben, dann haben sie JDM eigentlich erzielt und jetzt haben sie die Information, wo er ist. So, Smoke kommt raus, JDM muss auf den Spot gehen und da wartet Abel J. Jetzt gibt es hier gerade mal den Druck. JDM, JDM, das kann doch nicht sein, Mann! Das kann doch nicht sein! Nee. Das verschenkt. Zumindest hier in der Situation und damit ist es hier wieder JDM, der die Runde rettet. Boah, das ist aber auch echt gerade nicht gut gespielt von Furia. Naja. Die machen hier wirklich so viele Schwierigkeiten. So, auf jeden Fall nochmal zusammenreißen für die letzte Runde. Ein paar SMGs, ein bisschen Granaten und ein bisschen Schade in der Mitte. Da geht sowas Pass, rein, ne? Serato. Das ist unmöglich. Guck mal, so wie weit Art schon ist, der kann jetzt hier komplett ausschließen. Ja, Main auch down, damit sind es nur noch 2 Spieler gegen 5 und es gibt hier auf einmal wieder eine Flawless Round. Raffen die einmal was, zerstören sie. Raffen sie nichts, dann holt JDM 1-on-2. Wenn der jetzt das 1-on-5 holt, bin ich raus. Dann gehe ich nach Hause, Jinko. Ich auch. Ist völlig egal, ich gehe dann. Ich gehe auch dann. Okay. So, dann hoffen wir, dass er nicht das Ace hier holt, weil sonst gleich keiner mehr da. Glück gehabt! Dann können wir uns nach der Pause weiterhin hier begutachten und zuhören. Und von daher würde ich sagen, machen wir kurz Pause. Thank you.
mein sehr verehrtes Publikum da draußen vor TV, vor PC-Monitor oder am Handy. Herzlich willkommen zurück hier live auf 99 Damage. 6:9 steht's. Furia Esports gegen Envy. Es geht um den Einzug. Es geht um ein Ticket für das große CSGO Major, das Highlight des Jahres. Mit dabei ist immer noch der gute Venom. Hallo. So, Venom, wer macht das jetzt hier? Wer gewinnt? Hallo. Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall fängt Envy hier erstmal gut an und versucht zu gewinnen. Ja, die sind gerade sowieso gut on fire. Also Envy hat hier wirklich Bock auf eine dritte Map. Furia, die müssten auf jeden Fall eine Schippe drauflegen. Vor allem die Pistol, die wäre jetzt gerade echt elementar. So, und Cutler, der steht da schön am Y bereit. Hat Bock, gegenzuhalten gegen das Team von Furia. Das mehr Informationsplay mit ein paar Shots, die vielleicht einfach random connecten. Und hier schafft es Cutler nicht, Schaden anzurichten. Und dann Raumvorteil gegeben bei den Jungs von Furia. Weil der große Vorteil an dem Team Envy noch hat, sie haben hier noch Smokes, mit denen sie natürlich Spielbereiche separieren können. Das heißt, wenn sie einfach Y frontal hinter Y einen Smoke werfen, dann ist ordentlich Party am Start. Sie haben auch noch einen Molotov bei Furia. Den einen haben sie eingesetzt, um natürlich jetzt den Retake so ein bisschen zu stoppen und ins Stoppen zu bringen. Aber da fliegen direkt die Headshots rein. Drei dicke Schellen plus Knife. Jo, 9. Moin, moin, moin. 10. Runde für Team Envy. Sehr, sehr stark. So, da sehen wir es nochmal. Der Kill in der Mitte, wunderbar von Cutler gesetzt. Hat ein bisschen gedauert und dann fliegen hier alle einfach auf dem Spot auf den Boden und werden anfangen zu weinen. Das ist nämlich die 10. Runde für Envy und damit kann man hier weiterhin den Vorsprung ausbauen. Also Furia bleibt weiterhin bei 6, muss jetzt erstmal sparen und kauft sich einmal ein komplettes Deagle-Set. Das gab es im Angebot. Und dann sieht so aus, als würde man versuchen, erstmal auf den Pick zu gehen und vielleicht nochmal ein Base-Bit drauf zu machen. Pow. So, Vinny, der versucht mit der Deagle weiterhin einen kleinen Unterschied hier für sein Team zu erzeugen. Kerrigan wird zumindest zurückgedrängt, muss seine Position verschieben und ich glaube, JDM hat es gesehen, dass jemand Z kommt. Bin nicht hundertprozentig sicher. Art fungiert hier gerade öfters mal irgendwie für die Entries, aber so das Aiming bei ihm sitzt heute nicht so stark. Deswegen kann man nur hoffen, dass das Ganze besser funktioniert. Kerrigan mit Druck zieht sich wieder zurück. Und dann ist man immer noch hier 5 gegen 5 gestellt. JDM verschießt da mit der AWP. Und jetzt natürlich die Molotov, die wir ideal gekommen. Aber er zieht sie nicht mehr, er lässt sie bei sich drinnen. Zwei Stück jetzt hier schon über den Schacht gegangen. Jetzt muss die Molotov auf jeden Fall raus. Da kommt man schon auf den Spot. Kerrigan mit einem Frag. Kerrigan, der sieht keinen zweiten. Kerrigan zieht dann wieder rum, wird aber von der Seite auch noch rausgeholt. Molotov kommt wunderbar, um hier den Bereich abzujacken. Drone immer noch auf dem Spot unterwegs. Und den kann man jetzt letztendlich zu dritt gerne pushen. Und das Ding ist, Drone mit der SMG natürlich ein Spieler, der viel anstehen kann. 1-1 straight, ne 1-2 sogar dann. Eieiei, 7 Sekunden, Bombe muss jetzt gelegt werden. Nie, Alter. Knapp war es nochmal. Dann kriegt Cutler hier den letzten Frag. 11. Runde für Team Envy. Die brauchen nur noch 5 für den Map-Gewinn. Auf der anderen Seite hingegen sind 10 Stück erforderlich, um hier sich für das Major zu qualifizieren. Was überlegen die Damen und Herren jetzt von Furia? So, die sind gerade ein bisschen... Ja, wie soll man sagen, angespannter als eben. Also, da fällt natürlich jetzt auch ein bisschen die, ja, das Frohsein aus dem Rahmen. Schauen wir mal nach, was ist noch für Furia drin? Es ist die nächste Waffenrunde und das ist nämlich jetzt genau das, was sie brauchen. Sie brauchen, ja, ein bisschen Schub nach vorne, sie brauchen ein Comeback-Potenzial und das können sich hier vielleicht sogar Richtung A erfüllen. Da wartet nur ein Spieler, also eigentlich der perfekte Moment, auf den A-Spot auch drauf zu kommen. Mal gucken, ob es funktioniert, weil Cutler steht allein. Hat zwar noch einen Highway, aber trotzdem wird es schwer, hier durchzukommen. Schöner Molotov und damit geht es nach vorne. Cutler muss zurückziehen, weil die Flashbang kam zu gut.
Und dann holt der erste Spieler durch die Smoke, aber das Kerrigan da. Kerrigan! Nein! Oh, aber noch ein zweiter mit Drone. Damit eine 3 gegen 3 Situation. Duell wird gewonnen. Oh, das sieht gut aus für Furia. Oh, da hätte man mehr draus machen können. Am Ende hat es nicht funktioniert. So, jetzt lief die in JDM. Wir haben gerade eben schon ganz andere Dinger geschafft. Aber hier ein wichtiger Break von Art. Cusarato kriegt auch nochmal den nächsten. Das heißt, siebte Runde für Furia. Und sie schicken jetzt gerade Envy erstmal in die Eco. So, damit können sie nochmal durchatmen. Natürlich, wie gesagt, das Comeback-Potenzial ist damit gegeben. Die Runde war super wichtig. Und wie schon von dir erwähnt, das Geld. Ja, Mauer. Das heißt, jetzt ist der Punkt gekommen, wo man Envy auch so ein bisschen in den Geldstrudel reindrücken kann. Und darauf reagiert man erstmal mit einer taktischen Pause. Man überlegt jetzt ganz genau, okay, was wollen wir jetzt hier auf Cash spielen? Was ist der Plan? Wo sind die Schwächen bei Envy? Wo können wir ansetzen? Besonders vielleicht einfach auch darauf eingehen, wenn man schon Richtung A geht, halt was sehr glücklich gelaufen ist für Furia, dass halt die beiden Backstepper halt nicht so viel Schaden gemacht haben. Das heißt, einmal Kerrigan an der MP9, der hat weggezogen. Das heißt, eigentlich wäre der eine Spieler gefallen, aber er dachte schon wahrscheinlich, er wäre tot gewesen. Deshalb musste er da nochmal nachkorrigieren, er ist nicht umgefallen. Und er hätte Drone auch mehr machen können. Aber darauf werden sie wohl jetzt auch ein Auge legen. Dafür sind ja solche taktischen Pausen da. So, und damit steht man bereit. So, wo geht denn die Smoke hin, die da... Ist das eine Flashbang? Nee, ist eine Flashbang für die Mitte. War nicht so schlecht, die Idee. So, trotzdem, das war zu einfach. Too easy. So, es soll wohl wieder erstmal Richtung A gehen. Alter, springt da hoch. Warum? Kurz erschrocken. So, und die Rotation kommt. Also man stellt einen VB ab und versucht jetzt einen Spot natürlich dann noch abzublocken mit den paar Pistolen, die man hat. Das scheint ja ganz gut zu funktionieren, weil Kerrigan weiterhin auch dieser AK besitzt. Damit eine 3 gegen 4 Situation. Trotzdem kommen wir auf den Spot drauf. Den zweiten hat er nicht gesehen. Trotzdem, die USP macht nicht genug Schaden. Und so wie seitlich ist der B-Spot gefallen. Jetzt kann man auch die Bombe rüber rotieren. Der gute Mann gibt hier noch ein bisschen die Ablenkung für Team Envy auf dem A-Spot und zwischenzeit ist man aber auch schon rüber rotiert mit einem Spieler. Also das kann man nicht ganz verkaufen und Kerrigan nutzt das aus. Zwischenzeitlich aber Nifty gefallen und damit ist es halt wie gesagt nur noch Kerrigan. Der muss jetzt einen Ace abliefern. Der hat keine Kevlar. Aber ein 1-on-2 ist machbar. Ach, die Bombe ist extrem. Aber nicht, wenn AJ so aufpasst. Schöner Frack hier in die Figur von Kerrigan. Und der Coach, der hat, glaube ich, auch schon wieder gedroht. Es geht weiter. 8-11. Für Furia natürlich jetzt der perfekte Moment hier aufzuholen. Es gibt nochmal eine Eco. Also da wird nochmal Geld gespart. Und man entscheidet sich mit dem Stack Richtung A. Könnte jetzt eine sehr spannende Runde werden oder eine sehr langweilige Runde. Das liegt immer in der Ansicht des Betrachters, wo dann Furia vielleicht am Ende auch hingeht. Bisher könnte es vielleicht sogar eine spannende Runde werden. Die Chancen stehen 70-30 für eine eher Überfahrtrunde. So schnell berechnet? Ja, einfach aus dem Bauch heraus. Profi, Mann. So, gucken wir mal. Wir haben auch immer noch 3 HEs bei Envy. Mal sehen, wie sie diese hier positionieren wollen. Die kommen Richtung Main. Machen aber kaum Schaden. Cusarato mit einem wichtigen Break. Jetzt wird gepusht. Yuri ist aufmerksam. Da lassen sie nicht allzu viel anbrennen, nutzen da schön die Distanz für sich. Und das ist auch immer ein wichtiges Element. Oh, Cusarato kriegt da auf jeden Fall mal ordentlich Fresse. Und deswegen lässt er auch. Und da ist die Waffe, die ich meine, siehst du? Ja, der Rallye-Auto. Oder der Rallye-Auto. Der Rallye. Die Rallye-Krieg. Ich finde es immer so. Es sieht immer so geil aus, wenn man mit der USP so kranke Headshots drückt. Ja, auf jeden Fall.
So eine kleine, fragile Pistole, ne? Die dann einfach nur Kluck macht. Ja, und Kluck. Ab ins Gesicht. Daher kommt übrigens auch das Wort Glucke. Kluck. Und weiter geht es. 11-9. Nächste Equip-Round für das Team von Envy. Man hat hier Doppel-AWP-Setup. Auf der anderen Seite sehen wir gar kein langes Rohr. Nur in Vinnies Händen die Krieg. Aber Vinny halt auch über Strong momentan. Ja, wie schon Partie Nummer 1, ne? So, und da draußen, wenn irgendjemand Schachfreund ist, kann er mich gerne bei Chess Time herausfordern. Mein Name ist VenomTV, großes V, 3N0M, großes T, großes V. VenomTV. Ich werde es mir installieren und werde dich herausfordern. Ja, fordert mich heraus, ich hab Bock. Ich bin echt schlecht da drin, Jungs, also wundert euch nicht. Aber Juri und Vinny, die sind nicht schlecht. Erster AWP wurde schon herausgenommen auf dem aus dem Aufbau. So. Und Juri schon close distance. Das ist sehr stark gespielt. Aber Cutler. Oh, den hat er, glaube ich, auf dem Schirm. Den hat er auf dem Schirm. Nice gespielt von Juri. Damit ist auch ein Spot drauf. Einer noch in der Mitte. Das ist Kerrigan mit der M4. Und sie haben einen auf B. Also eigentlich schon Safe-Potenzial. Yes, sollte man machen. Aber man hat es ja schon. Sie wollen sie auf jeden Fall jagen gehen. Und wer ist das? Ich kann es von hier nicht erkennen. Mhm. Wer da Richtung B orientiert, schon jagt. Das im Süden der Map ist Abel. Abel J. Kerrigan. Nice. Der kann pushen. Dann Kerrigan aber von Vinny erfolgreich herausgenommen. Nifty hat seine Position schon preisgegeben, weil er gefightet hat gegen Abel. Und von hinten kommt da auch schon jemand. Eigentlich, ich würde die Waffe jetzt wegwerfen und einfach deinstallieren. Aber er schleicht sehr gut vor. So, wie heißt der Skin von Vinny? Ich weiß es auch nicht genau, ich vergesse es immer. Welchen meint er denn? Integrate oder so heißt der. Ja, das ist diese, das ist die aus der Inferno, ne? Inferno-Kiste, ja. Ja, da Integrail. Ich habe sie gestern aber auch nicht gefunden. Auf diversen Webseiten zum Tauschen. Oh, die sieht schon ganz cool aus. Muss ich sagen, sehr schön. So, Envy, die gönnen sich jetzt hier nochmal ein Timeout. Also 10-11. Gerade zeigt Furia wieder, wie man arbeiten muss. Und das funktioniert sehr gut. Der Coach sehr passiv, gechillt, ruhig, locker. Geht auf und ab. Hat schon locker 2 mm Fußboden abgerieben. Der Graben kommt als nächstes dann. Ich finde, so ein Coach muss halt auch motivieren, aber ehrlich gesagt fühle ich mich von dem Envy-Coach nicht so motiviert, wenn der da im Hintergrund rumlärt die ganze Zeit. Kommt drauf an, wie dein Coach, also wie du positioniert bist im Team. Ja. Keine Idee für einen ordentlichen Namen, Jay. Alles klar, CS Flux. So, Art fängt auch endlich mal wieder an zu treffen. Zumindest gegen Pistols und man wird wahrscheinlich jetzt hier den Ausgleich erzielen bei Furia gegen Envy. Mein Name ist Fabian Döllert. Mein Name ist Tobias Stoll. Wir sind für euch heute Caster. Und die Stimmung ist furchtbar toll. Oh Mann. Sehr langsam bisher. Also, man wartet drauf, dass sich irgendwo was zeigt. Bei Furia geht es sowieso wieder Richtung A. Also, das hat man schon eingenommen. Ja, was will Envy auch in so einer Situation machen? Die können nur hoffen, dass ihnen da irgendwas. Jo, moin. Welche Schach-App? Chess Time heißt die. So, Abel 1, 2. Aber der dritte, der sitzt nicht. Nifty die mit einem sehr schönen Klick hier mit der USP. Ich guck mal eben, ob ich herausgefordert bin. Nice Drone. Nice Drone. Ja, gegen Art auf jeden Fall. Und jetzt ist hier Juri im 1-on-2 auf dem Baseboard. Ein Dieter, der Zeit zieht rum. Das war relativ obvious. Ja, natürlich versucht man jetzt die Waffen hier noch abzunehmen. Man will Envy keine Möglichkeit geben,
bei diesem Gleichstand nochmal in die Partie zurückzukommen, beziehungsweise hier wieder in Führung zu gehen. Somit Furia weiterhin unterwegs, die Waffen hier abzunehmen. Sie trauen sich aber nicht weiter nach vorne zu gehen und somit ist das 11:11, zwei Waffen durchgebracht. Also am Ende hat es sogar noch hier für Envy ganz gut gelohnt. So, was sagt ihr zum neuen Big Line-Up? Ja gut, vieles da jetzt nicht neu. Sie haben halt Santaris dazu geholt, das ist ein Spieler. Im Endeffekt ist es ja, der gleiche Kern. Aber ich finde Santaris halt einen mega krassen Spieler, weil es halt einfach nochmal ein richtig krasser Skillboost ist, wenn du einfach von der individuellen Stärke des Spielers ausgehst im Line-Up. Das haben sie schön zusammengefasst, Herr Stoll. Danke sehr. Und sowas brauchst du, glaube ich, auch. Du brauchst bei Big einfach nochmal so einen richtig krassen Fragger, der halt Volumen auf dem Server bringt. Um halt zum Beispiel auch ein Astralis herausfordern zu können. Astralisch. Oder Astralos, den Schrecklichen. Ui, da klingelt's aber, ja. So, auf jeden Fall für Team Envy ein Riesenproblem. Sie haben hinten dicht gemacht, das heißt, die Rotation kann hier nicht mehr nach hinten gehen, vielleicht über den Vent boosten, aber sie werden auf jeden Fall Richtung B versuchen, hier drauf zu gehen. So, die Smoke kommt rein, JDM, na, da wollte er den Versuch wagen, vor der Smoke zu stehen. Damit wird er sein Mitspieler rausgenommen und dann müssen wir Cutler und halt die AWP mit JDM. Und die versucht es nochmal über den Heaven. Zieht rein, ist bekannt. Damit ist es nur noch der letzte verbleibende Spieler und der steht hinten im Sunroom. Das war's für Cutler so gut wie 3 gegen 1 Situation. Waffe guckt raus, holt sich natürlich so viel Zeit raus wie möglich. Nummer 1 fällt, Nummer 2 aber nicht, also Refrag ist da. 12:11, Furia ist wieder wach. Sie sind wieder wach. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ich bringe gerade sehr gehaltvolle Kommentare. Ich bringe gerade sehr gehaltvolle Kommentare. Ja, auf jeden Fall. Aber muss ja zwischendurch mal was einschmeißen, ne? Das könnte man jetzt auch falsch verstehen. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Ja. Aber ne, wenn wir casten, dann wird immer zwischendurch mal was eingeschmissen. Ja. So, Freunde, auf geht's in die nächste Runde. Fury hat es geschafft, sich hier wieder die Führung zu erspielen. Unglaublich aber wahr. Das war ja eben meine Fragestellung. Reichen diese Runden, die sich Envy auf der Terrorseite geholt hat, aus gegen das Aufgebot von Fury? Oder sind es vielleicht nicht genug? Und gerade ist es noch nicht entschieden. So viel steht zumindest fest. Yuri mit dem nächsten Frag. Man geht jetzt hier relativ zügig auf den Spot drauf. Nifty kann nicht connecten, weil er den Spieler nicht sieht. Und das war so ein wichtiger Frag gegen Kerrigan. Und dann sitzen nur noch Drone und Nifty. Und die haben auch Schwierigkeiten, hier nochmal zu punkten. Das sieht sehr, sehr gut aus. Oh ja. Für das Team aus Brasilien. Und sie spielen sich gerade ein sehr, sehr gutes Momentum rein. Also sie sind auf jeden Fall hier wieder in der Partie drin. Sehen wir nochmal den Rundenverlauf. 2 Runden gab es für Team Envy am Anfang. Und ansonsten 6 Runden in Folge. Und das darf natürlich nicht sein. Also Furia hier gerade echt mit einer guten Momentum-Schelle unterwegs gegen das Team. So, jetzt heißt es natürlich vielleicht noch jagen zu gehen. Geld haben sie auf jeden Fall genug. Geld haben sie mehr als genug. Damit ist nur Nifty. Nimmt ihm die AWP weg. Und schon hast du ein Problem weniger. Aber das wird es nicht sein. Also, Furia geht auf 13 Runden. Mein lieber Venom, das könnte ein 2-0 werden, wenn Furia hier weiter ihr Momentum oben hält. Ja, könnte sein. Wenn man nicht wieder das typische Counter-Strike-Phänomen hat. Das ist auf einmal jetzt eine zweite Phase. Wir sind auf jeden Fall gespannt und taktische Pause kommt hier nochmal von Furia. Das war die letzte, die sie zur Verfügung haben. Überraschend, dass Envy noch keine genommen hat. Außer halt in der ersten Hälfte. Davor schon. Nicht in der ersten, in der zweiten Hälfte. Weil Envy braucht gerade, glaube ich, eher dringender eine Lösung.
auf ihr Problem, dass sie halt keine CT-Runden holen. So, Art diesmal da gut durchgekommen. Zwar gibt es da nochmal einen Refrag, aber am Ende reicht es sie nicht und man fährt einfach drüber. So, Jungs, wir haben eine Partie, die sich gerade in Richtung Brasilien bewegt, in Richtung Zuckerhut. Es sind wieder keine Waffen dabei, außer eine AWP. Und ansonsten haben wir nur, ein paar Pistolen. Ja. So, mal gucken. Gerade solche Runden sind wieder typisch für Counter-Strike. Da gewinnt dann einfach mal Envy. Oder kann es hier das Team von Furia schaffen, die Jungs einfach wegzusiffen? Jo, was? That's it? Ja, warum nicht? Du musst ja die Türe einmal öffnen, dann schießt du einmal vorher durch. Ja. Schöner Winkel auf jeden Fall. Lifty wieder mal mit der Deagle stark unterwegs. Und dann fast noch mit der Arme den zweiten Shot connected. Aber fast ist eben fast. Und das reicht dann einfach nicht. Drone aber hier nochmal. Komm, macht er den Unterschied? Nein, 14 zu 11. Sorry, wenn nämlich Call jetzt einfach wack. Nein, aber ist schon logisch. Du spielst halt Anti-Eco, ne? Und weißt eigentlich ganz genau, okay, da vorne kann einer sitzen, dann geht die Tür nicht richtig auf oder so. Nee, vor allen Dingen, du gehst sowieso aus der Tür raus. Dann kannst du vorher wenigstens zwei, drei Schuss einmal durchziehen und dann öffnen, weißt du? Ja. Ne? Ja, das ist schon gut. Ja. Bin ich bei dir. Jako, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, genau. Wieder was gelernt. Mein Name ist Tobi. Ja, genau. Ja, genau. Ah, so. Ich kann die Furia. Die nicht mehr hören. Ich glaube, die wird dich noch über das komplette Jahr verfolgen. Biathlon. Nee, ich werde vorher mit der ESL sprechen. Du wirst jetzt den Song raussuchen. Nee, ich würde denen sagen, dass die wenigstens eine Playlist da machen. Wie zum Beispiel die Dreamhack das macht. Die hat zwei Songs. Die wechselt einfach. Da ist doch einer sogar auch das davon oder sowas. Nee, ja, genau, diese X-Faktor. Ja, ja, genau. Das Musik hört sich, da. Hört sich an wie Dingens. Wie die Titelmelodie von Brook. Jo. Aber das Coole ist, die ändern halt, je später es in die Phase geht, der Partie. Also bei 26 oder so ändern die den Sound und der wird dann dramatischer, weißt du? Jo. Jo. Finde ich ganz cool eigentlich. Inke, sinke, sacco, yo. Todo que yo cono. Ah, oh, schön gemacht von Kerrigan. Also, es geht weiter. 14 zu 11, es geht auf den Spot drauf. Mal gucken, wie weit man hier durchkommt. Nifty ist zwischenzeitlich wieder Richtung CT. Also, man traut dem Braten noch nicht so ganz. Und das ist der Fake und der A-Spot ist komplett auf. Sie müssten fast schon auf Retake gehen. Sie gehen aber hier auch auf die Mitte. Da steht Kerrigan immer noch oben auf dem Dach. Und so wie er da guckt. Boah, was? Okay, alles klar, jetzt hast du alles gesehen. Was willst du dagegen machen? Ey, ich wollte gerade noch sagen, du wolltest gerade sagen wahrscheinlich, so wie er da guckt, ist das bestimmt ein einfacher Frank. Und dann kommt Vini einfach rausgezogen und sagt, nö, kein einfacher Frank. Alter, ey. So, das wird natürlich jetzt die Runde sehr, sehr schwierig für Envy gestalten. Sie können aber in Retake gehen. Sie haben noch zwei Molotovs, ihnen fehlt die Smoke, aber die Molotovs können natürlich super für den Spot eingesetzt werden. So, damit geht's nach vorne. Ein Molotov ist da, aber der liegt gar nicht so geil, weil die weiterhin hier natürlich auch in ihre Position reingehen können und dadurch halt das Ganze verteidigen. Und sie müssen safen. Ja, es ist der Mitball und davon haben sie ganze vier an der Zahl. Oh. So, das heißt, für Envy, meine Freunde, geht es hier ins, in die Minor Playoffs. Wir sehen sie morgen nochmal. Oder heißt es, man kann gegen Furia nochmal auf eine dritte Map gehen. Aber dafür brauchen sie jetzt vier Runden in Folge, um in die Overtime zu kommen. So, und der Save ist unglaublich wichtig, weil das, was sie da durchgebracht haben, brauchen sie auf jeden Fall, um nochmal die Overtime zu holen. Damit haben sie nochmal einen allgemeinen guten Buy und damit auch die prozentuale Wahrscheinlichkeit höher, in der Overtime zu kommen, als wenn du nächste Runde kaum was hast.
So, es geht nach vorne, Furia. Guck mal, diesmal auch mit Tower. Ah, das ist so bitter. Nee, nochmal. Ah, der lässt sich nicht vernaschen. Aber da darfst du aber auch nicht stehen bleiben. Da weißt du ganz genau, okay, du bist da oben bekannt und dann bleibst du einfach da stur stehen oben auf der Box und ja, dann kriegst du halt die Abfuhr dafür. Ja, wenn du halt stur bist, ne? Hm? Ist halt ob the Backen. Nee, der war verdient. Da hätten sie halt direkt den Tower auflösen müssen. Zu lange gewartet. Ich bin enttäuscht übrigens. 1300 Zuschauer, nur einer fordert mich heraus bei Jazz Time. Ich dachte, ich hätte endlich ein paar Freunde, aber sonst nicht. Nee. Jetzt gibt's den Push. Wie werden die Jungs das hier abwehren können? Sie wehren jetzt ideal ab. Und das ist von Able J hier schon mal zwei wichtige Frags, um letztendlich sich für das Major zu qualifizieren. Und wie geil wäre dieses Logo von Furia? Das muss man wirklich mal sagen. Die Sticker sind auf jeden Fall sexy. So, Vini. Oh, auf einmal Drone hier auf jeden Fall nochmal die Karte. So, JDM und Drone. Das heißt, warum ist Kerrigan nicht mehr so gut? Der hat hier mit einem Random-Team eine super gute Leistung im Turnier abgeliefert. Und es geht ja auch nochmal in den Platz 3. Ach, ja. Mit dem Nächsten. Und dann ist es nur noch Drone. Alleine gegen 3 wird es schaffen oder nicht, Chitko? Ich denke nicht. So, das war's. Also, GG, was plays. Guck mal, wie dieses Freund, Alter, der Coach, der ist in Tränen nahe, Freunde. Ach, Hammer. Schön, Freunde, schön. Die erste Überraschung, die sich hier qualifiziert hat. Sehr stark. 2:0 nach Maps. Verdient, einfach nur verdient. Das war eine super Leistung von Furia. Da kann ein Kerrigan und Co. nicht viel machen. Da liegen sie sich in den Armen und ich glaube, das sind wirklich die ersten Tränen am Start, Alter. Ja, Juri. Der ist wirklich drauf und dran, durch und durch, Freunde. So. Ja, meine Lieben, das war es für heute. Das war es für heute. Hat mir wieder mal wie immer einen unglaublich viel Spaß gemacht, lieber Jitko. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Lieber Jitko, der ist ein bisschen so, durch. Warte, wir müssen eigentlich so voll professionell in die Kamera reinschauen. Ach so, so. Mein Name ist Erdogan. Mein Name ist Putin. Herr Merkel. Herr Merkel? Okay, alles klar. Freunde, ja, das war's für heute. Es hat auf jeden Fall wieder viel Spaß gemacht. Herzlichen Glückwunsch an Furia, die es geschafft haben, hier sich fürs Major zu qualifizieren. Damit haben wir einen Teilnehmer mehr. Die Jungs von Envy dürfen dann morgen nochmal dran in dem Turnier, um für die Teams, die in ihren Minors Dritter geworden sind. Und Jitko, der arme Kerl, der muss nämlich morgen, was heißt der arme Kerl? Der Glückspilz. Der Glückspilz. Morgen, das komplette Turnier durchcasten. Also ihr seht es hier, Teilnehmer sind North, Vici, Windstrike und die Jungs von Envy. Also morgen ab 12 könnt ihr auf North freuen, dann Windstrike gegen die Jungs von Envy. Dann hätten wir im Angebot das Winner Bracket Final. Da finden wir den ersten fürs Major. Und dann geht's ins Lower Bracket und das ist alles BO3. So, soll ich immer mal einen Call sagen? Ja. North gewinnt Safecore gegen Vici, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ich sage, Envy schafft es, gegen Windstrike zu gewinnen. Ja. Dann wird North sich qualifizieren, weil sie gegen Envy gewinnen. Und dann verliert Vici gegen Windstrike und dann verliert Envy gegen Windstrike und Windstrike qualifiziert sich. Das werden wir morgen erfahren. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr morgen einschaltet. Von uns war es das für heute. Wir bedanken uns, wenn es euch gefallen hat. Feedback gerne ins Forum oder folgt uns mal auf Twitter. Ne? @VenomTV mit einer 3 und einer 0. Hey, Jitko, und bitte fordert mich heraus bei Schach. Ich gucke jetzt mal nach. Ja, ja, Arma hat mich herausgefordert. Er ist invited to Game of Chess. Arma, nice, du bist ein sehr gut. 0905, ich nehme dich direkt an. Geil. Accept. Werde ich auch als Freund hinzufügen und ich also, wenn ihr Schach mit dem Venom spielen wollt, macht das. Der macht dann mit euch die große, wie heißt das, die große Eröffnung. Die, ich kenne mich mit Schach nicht so aus. Du meinst Rochade, die Rochade, ja. Genau. Jeder, der immer einmal Schach gespielt hat und weiß dann so, mach doch eine Rochade. Das ist das, was man kennt, aber. Ja. Immer die Rochade spielen. So, liebe Freunde, haut da rein. Ciao, bis morgen.